Drei Katzen, ein Ziel, überleben. Jede mit ihren eigenen Fähigkeiten und Anpassungen. Sie kämpfen um ihren Platz beim Wettkampf der Raubkatzen. Afrika. Eine unerbittliche Wildnis, in der das Leben zum Glücksspiel wird. Selbst für die Jäger ist hier die Jagd so unvorhersehbar wie für die Gejagten. Aber an der Spitze der Nahrungskette stehen dank ihrer individuellen Fähigkeiten die drei größten Raubkatzen. Die enorme Kraft des Löwen und sein intelligentes Rudelverhalten, die Lautlosigkeit und Cleverness des Leoparden und die Schnelligkeit des Geparden. Der Überlebenskampf zwingt die Raubkatzen, diese Fähigkeiten in dem gefährlichen Spiel einzusetzen, um die Konkurrenz auszuschalten. Zu siegen bedeutet zu überleben. Dieser Überlebenskampf spielt sich in Südafrika, in einem privaten Tierreservat namens Malamala. Die vielfältige Landschaft ist ideal für die Jagdstrategien und Lebensgewohnheiten aller drei Großkatzen. Diese Buschlandschaft bietet eine Kombination von ursprünglichen Wäldern, Dickicht und weiten Grasstätten. Eine unendliche Weite, wild und unberührt. Ein perfekter Lebensraum für die gefährdeten Tiere Afrikas. Diese idyllische Wildnis ist ein Garten Eden für eine schier endlose Zahl von Pflanzenfressern. Aber das Paradies hat seinen Preis. Denn während die Herden grasen, warten in der Nähe hungrige Jäger, getarnt durch das Spiel von Licht und Schatten. Geduldig warten sie auf ihr nächstes Festmahl. Welche der Katzen zuschlagen wird, hängt von der Gelegenheit und den Umständen ab. Der Gepard jagt am Tage, wenn die beiden anderen Großkatzen sich ausruhen. Eine Impala-Kuh ist genau die richtige Portion für die schlankste der drei Großkatzen. Doch bei einem Durchschnittsgewicht von nur 43 Kilo wird die leichte Gepardin nur allzu oft von ihren stärkeren Rivalen verscheucht. Mit ihren 120 Kilo Muskelkraft ist die Löwin bei dieser Auseinandersetzung klar im Vorteil. Mit Leichtigkeit raubt sie der Gepardin ihre Beute ab. Der männliche Leopard mit 60 Kilo ein Mittelgewicht setzt diese Runde im gefährlichen Wettkampf der Großkatzen clever aus. Der Stand nach Mahlzeiten, Löwe 1, Geparde 0. Der Angriff der Löwin hat die Gepardin ihre Mahlzeit gekostet. Ein kleiner Preis in diesem tödlichen Spiel. Ein Kampf gegen die größere Katze hätte sie das Leben kosten können. Ihr furchtsames Wesen hat ihr das Leben gerettet und letzten Endes auch ihrem Nachwuchs. Bis jetzt. Sie muss noch immer Nahrung finden, um überleben zu können. Mit nur 3 Wochen sind die jungen Geparde noch sehr verletzlich und noch völlig von ihrer Mutter abhängig. Ihre Rückkehr ist ein willkommener Vorwand für ein Spiel. Doch während die Jungen ihre Mutter als Hinderniskurs benutzen, muss diese stets auf der Hut sein. Viele Räuber, darunter auch die beiden anderen Großkatzen, würden ihre Jungen ohne zu zögern töten. Unter ihrem Schutz können sie nach Herzenslust spielen, aber wenn die Mutter auf der Jagd ist, müssen sie sich verstecken. Deshalb haben die Jungen ein dickes, graues Fell, die perfekte Tarnung im hohen Gras der Steppe. Einer Theorie zufolge lässt sie ihre lange Nackenmähne wie ein Honigdachs aussehen, ein wilder kleiner Fleischfresser, den die meisten Tiere meiden. Am Ende des Tages gehen die Geparden schlafen.
Würden sie auch nachts aktiv bleiben, liefen sie Gefahr, auf ihre größten Rivalen zu treffen, die beiden anderen Großkatzen in diesem Wettkampf. Der abweichende Tagesrhythmus schützt sie vor Auseinandersetzungen. Diese Strategie erhöht die Überlebenschancen des Geparden. Mit der Dunkelheit kommen die nachtaktiven Tiere zum Vorschein. Der Abend beginnt nicht gut für diese Leopardenmutter. Ihr schon ausgewachsenes männliches Junges geht ihr auf die Nerven. Der Leopard ist als scheu und ruhig bekannt. Doch für dieses Junge scheint dies nicht zuzutreffen. Mit so einem ungezogenen Stammhalter im Schlepptau wird die Mutter heute nicht jagen können. Er muss jedoch schnell lernen, wie sich ein Leopard richtig verhält, denn mit 18 Monaten endet die familiäre Bindung. Bald muss er seine Mutter verlassen, um das Leben eines Leoparden zu führen, allein, versteckt und clever. Ganz in der Nähe lebt ein junger Löwe mit seiner großen Familie. Er muss seine Mutter nicht zum Spielen drängen. Im Gegensatz zu seinem geschickten Cousin hat er eine große Auswahl an Spielgefährten. Aber wie beim Leopard geht auch die Zeit des Löwenjungen mit seiner Familie zu Ende. Während junge Löwinnen in der Regel beim Rudel bleiben, ziehen junge Löwen davon und suchen sich ein eigenes Revier. Diese Geschwistertrennung beugt Inzest vor. Die Nacht geht zu Ende und das Leben im Busch bereitet sich auf den neuen Tag vor. Den größten Vertretern unter den Raubkatzen scheint es egal zu sein, ob Tag oder Nacht ist. Die notorisch faulen Löwen sind nur 4 oder 5 Stunden pro Tag aktiv. An diesem Morgen scheinen nur die Jungen vor Energie zu sprühen. Die meisten Erwachsenen lassen das wilde Jungtier gewähren. Doch nicht alle Eltern lassen die Zügel so schleifen. Im Nachbarrevier bewegt sich ein Löwenrudel mit etwas mehr Dynamik. Diese Junggesellen sind seit Jahren zusammen, seit sie ihre Mutter verlassen haben. Die Brüder haben jeden Kontakt zu ihrem Rudel verloren und sich ein eigenes Revier gesucht. Auf ihren Streifzügen sind sie stets auf der Suche nach Beute, um ihren Hunger zu stillen. Sie haben keinen bestimmten Zeitplan und der frühe Morgen scheint ideal für ein Frühstück zu sein. Die stärksten Raubkatzen können es mit Büffeln aufnehmen, die doppelt so groß sind wie sie selber. Aber Büffel sind nicht leicht auszutricksen. Ein leichter Geruch von Löwen in der Morgenluft alarmiert die ganze Herde.
Wenn ein Jäger in der Nähe ist, ist Angriff die beste Verteidigung. Die Rollen wurden getauscht, die Beute wird zum Jäger. Der Vorstoß der Büffelherde zwingt die Löwen zum Rückzug. Die Büffel gewinnen die Schlacht diesmal, aber wer wird beim nächsten Mal siegen? Unbeeindruckt von dieser Machtprobe ziehen sich die Löwen zurück. Ihre Position ist bekannt, also haben sie keine Chance mehr auf eine saftige Mahlzeit. Jetzt im Hochsommer haben die Büffel guten Grund, sich so aggressiv zu verteidigen. Es ist die Zeit, in der die Kälber geboren werden. Büffel kalben, wenn die jungen Mütter und ihre Kälber genügend saftiges und nahrhaftes Gras finden. Eine trächtige Kuh wartet auf einen ruhigen Moment zum Kalben, etwa den frühen Morgen, wenn sich die Herde ausruht und die Nahrung des Vorabends wiederkäut. Zudem kann sie bei Tageslicht besser Ausschau nach Angreifern halten. Das Neugeborene versucht auf seinen wackeligen Beinen zu stehen. Es wird mehrere Stunden dauern, bis das Kälbchen mit der Herde ziehen kann. Bis dahin ist es für jeden herumlungernden Jäger eine leichte Beute. Das heißt, falls ein Jäger mutig genug ist, es mit der wachsamen Büffelmutter und dem Rest der Herde aufzunehmen. Immerhin hält sich das Kalb schon wacker auf seinen Beinen und die Mutter schubst es zu ihren Zitzen, um es zum ersten Mal zu säugen. Wie die Löwenjunggesellen, so ist auch die Gepardenmutter bei der letzten Mahlzeit leer ausgegangen. Doch anders als die Löwen kann sie es nicht mit einem Büffel aufnehmen. Deshalb sucht sie sich etwas in ihrer Größe, mit dem sie den Appetit ihrer vier Jungen stillen kann. Sie verfolgt ihre Beute, so wie alle Großkatzen, ein langwieriges Unterfangen, das extreme Konzentration und endlose Geduld verlangt. Sie wählt ihre Position sehr genau. Doch plötzlich verrät sie ein Geräusch. Sie bricht die Jagd ab, ohne die Verfolgung aufzunehmen. Das Eichhörnchen hat sie verraten und selbst mit einem ihrer berühmten 110 Stundenkilometer Sprints könnte sie die Impala jetzt nicht mehr einholen. Der Leopard ist ein Meister darin, sich unentdeckt heranzupirschen und selbst der aufmerksamste Wachposten hat keine Chance, die Beute zu warnen. Dieser Meister der Tarnung ist nur zu sehen, wenn er bewusst seine Deckung verlässt. Der tollpatschige Sohn hat seine Mutter endlich verlassen. Jetzt ist sie wieder paarungsbereit. Aber sie muss die Männchen über ihre Paarungsbereitschaft informieren, weshalb sie mutig ihr Revier verlässt und in das des Nachbarn zieht. Sowohl männliche als auch weibliche Leoparden markieren die Grenzen ihrer Reviere mit Urin. In diesem Falle signalisiert das Weibchen mit ihren Duftmarken, dass sie paarungsbereit ist. Hoffentlich führen ihre wohlplatzierten Duftsignale ein Männchen zu ihr. Als alleinlebendes Tier ohne männliche Rudelmitglieder muss sie sich besonders anstrengen, einen Partner zur Fortpflanzung zu finden, um so den Fortbestand ihrer Art zu sichern. Jeden Abend patrouilliert das Leopardenmännchen in seinem Revier, um sicherzustellen, dass es keine Eindringlinge gibt. Auch heute macht er keine Ausnahme. Er stellt fest, dass tatsächlich eine Fremde in seinem Revier war. Und sie hat es sogar gewagt, ihren Duft auf seinem Weg zu hinterlassen.
aber dieser Duft ist für seine Nase wie Parfüm, der süße Geruch eines brünftigen Weibchens. Wie gebannt folgt er ihrem Duft durch die Nacht, bis er sie am nächsten Tag endlich findet. Aber die Romanze hat keinen guten Start. Leoparden machen sich nicht den Hof. Die Angelegenheit muss binnen 5 Tage erledigt sein. Nur so lange ist sie empfängnisbereit. Das Weibchen leitet die Paarung ein, die angespannt und wild verläuft. Die Flitterwochen, falls man sie so nennen möchte, dauern 1 oder 2 Tage. In dieser Zeit paaren sich die Tiere wiederholt, manchmal sogar alle 15 Minuten. Sobald der Paarungsakt vorbei ist, trennen sich ihre Wege. Sie hat ihn hergelockt, um mit ihm ihren nächsten Wurf zu zeugen. Und jetzt verlässt sie ihn, ohne ihn auch noch eines weiteren Blickes zu würdigen. War die Paarung erfolgreich, wird das Weibchen in 3 Monaten Junge gebären und diese alleine großziehen. Während die eine Großkatze neuem Mutterglück entgegensieht, ist es für eine andere so gut wie vorbei. In der Nacht ist das einzige Junge dieser Löwin eines Rudels in Malamala verschwunden. Sie ruft nach ihm und wartet, dass ihr seine vertraute Stimme antwortet. Leider wird sein zartes Miauen nie mehr zu hören sein. Das Löwenjunge ist einem der Junggesellen zum Opfer gefallen. Löwenmännchen tolerieren die Jungen eines anderen Männchens nicht und töten sie, wenn sie ein Rudel übernehmen. So grausam dies auch scheinen mag, für das Überleben der Art ist es unabdingbar, denn nur so wird sichergestellt, dass ausschließlich die Gene der stärksten Männchen weitergegeben werden. Obwohl Kindermord im Allgemeinen unter Großkatzen selten ist und den Jungen von ihren Artgenossen kaum Gefahr droht, sind sie dennoch für Raubtiere eine leichte Beute, vor allem für Löwen und Hyänen. Dieser Junggeselle hat das Junge mit einem schnellen Biss getötet, doch jetzt scheint er nicht zu wissen, was er tun soll. Erst leckt er es ab. Dann beschließt er, es zu fressen. Vergebens ruft die Löwin ein letztes Mal. Der Löwe verteidigt seine Beute und warnt die Löwin davor, noch näher zu kommen. Sie kann nichts mehr tun, um das Geschehene rückgängig zu machen. Eine Konfrontation mit einem größeren fremden Löwen könnte ihr nur schaden. Widerwillig zieht sie sich zurück. In dieser Wildnis eine Familie großzuziehen, ist für alle Tiere schwer. Besonders schwierig ist es für die alleinstehenden Mütter, die beim Schutz und bei der Versorgung ihrer Jungen keinerlei Unterstützung haben.
Die Gepardin stellt bei ihrer Rückkehr von der Jagd fest, dass eines ihrer Jungen einem Raubtier zum Opfer gefallen ist. Junge Geparde sind von allen Großkatzen am meisten gefährdet. Wird eine Gepardenmutter von einer Hyäne, einem Löwen oder Leoparden bedroht, hat sie kaum eine Chance, geschweige denn ihre Jungen. Dieses Mal hat die Gepardenfamilie nur eines ihrer Mitglieder verloren. Ein kleiner Preis, wenn man bedenkt, wie unerbittlich die Konkurrenz unter den Raubtieren ist. Während sich die Gepardenmutter darauf konzentriert, den Rest ihrer Familie großzuziehen, ist die Löwin, die ihr einziges Junges verloren hat, wieder paarungsbereit. Und die Männchen sorgen dafür, dass der Vater des nächsten Wurfs einer aus dem eigenen Rudel ist. In ihrer Paarungsstimmung bemerken sie die scheuste aller Großkatzen nicht. Der Leopard ist klug genug, sich von den Löwen fernzuhalten, und auch von der Elefantenherde lässt er sich nicht entdecken. Lautlos zieht sich der Leopard zurück wie ein Gespenst und die Elefanten haben ihn nicht einmal bemerkt. Verglichen mit den Bedrohungen, mit denen die meisten Jungtiere im Busch zu kämpfen haben, ist das Baby des größten Landtieres auf Erden kaum Gefahren ausgesetzt. Seine Mutter kann es allein durch ihre Größe ohne Probleme beschützen. Die großen Elefantenherden von Mala Mala beherrschen den Busch. Selbst die Löwen gehen ihnen aus dem Weg. Manchmal ist Vernunft besser als Mut. In seltenen Fällen jagen Löwen Elefantenbabys, aber sie wissen, wann sie einer Herde besser aus dem Weg gehen sollten. Im Dämmerlicht werden die Sinne der Elefanten schärfer. Ein Löwe, den sie sehen können, ist für die Herde nur ein minimales Risiko. Doch ein Löwe, der im Dunkeln lauert, kann zu einer ernsten Gefahr werden. Die Herde ist unerbittlich gegenüber Raubtieren, die ihr nicht schnell genug aus dem Weg gehen. Mit Nachdruck bringen sie die Löwen für die Nacht wieder auf sichere Distanz. Es bleibt zu hoffen, dass es keine weiteren Störungen gibt und sich die Löwen auf ihre Hauptanliegen konzentrieren können. Die Paarung. Einige erwachsene Männchen aus dem Rudel von Mala Mala folgen dem paarungswilligen Paar, doch sie werden warten müssen, bis sie an der Reihe sind, vorausgesetzt, die Löwin will sich auch mit ihnen paaren. Während sich die Männchen des Rudels voll auf die Paarung konzentrieren, können sie das Revier nicht verteidigen. Die Chance für mögliche Eindringlinge. Die Gruppe von Junggesellen nutzt diese Gelegenheit und dringt in das unbewachte Revier ein. Ganz leise nähern sie sich einer Büffelherde und bereiten alles für ein Festmahl um Mitternacht vor. Thank you.
wie alle Löwen verlassen sich die Junggesellen beim Reißen der Beute auf ihre Stärke. Der Tod des Büffels ist unvermeidlich. Bald ist für die Löwenjunggesellen der Tisch gedeckt. Der letzte Atemzug des Büffels lockt einige Herdenmitglieder näher heran. Obwohl sie ihrem unglückseligen Artgenossen nicht mehr helfen kann, flieht die Herde erstaunlicherweise nicht, um sich in Sicherheit zu bringen. Während die Löwen ihr Festmahl abhalten, sind zumindest Mutter und Kalb bei der Herde sicher. Die Löwen haben die Beute zwar sehr schnell gerissen, trotzdem haben einige Mitglieder des Rudels von Malamala etwas von der Jagd mitbekommen. Doch die Junggesellen wissen sehr wohl, welchen Rang sie einnehmen und ziehen sich schnell aus dem feindlichen Revier zurück. Keine Mahlzeit ist das eigene Leben wert. Nachdem die Eindringlinge vertrieben sind, wenden sich die Rudelmännchen der Beute zu und genießen das beschlagnahmte Festmahl. Der Wettstreit der Großkatzen tobt auch innerhalb der gleichen Spezies. Also kein Wunder, dass sich Artgenossen gegenseitig die Beute abjagen. Der Stand des Abends. Junggesellen 0, Malamala-Rudelmännchen 1. Bald kommt auch der Rest des Rudels. Eine Gratis-Mahlzeit ist immer verlockend. Doch die Löwinnen und ihre Jungen kennen ihren Platz in der Fressordnung. Sie warten geduldig im Schatten, bis sich die dominanten Männchen satt gefressen haben. Dank der Junggesellen hat das Rudel heute gut zu essen. Irgendwie verbreitet sich die Nachricht von der Gratis-Mahlzeit im Busch. Die Aasfresser versammeln sich, um sich ihren Anteil zu sichern. Am Morgen sind vom Festmahl des Rudels fast nur noch Knochen übrig. Die Löwen haben nahezu alles aufgefressen, doch es hängt noch genug Fleisch an den Knochen, jedenfalls für die Geier. Für sie reicht es zum Frühstück. Diese Aasfresser spielen eine wichtige Rolle im Busch, indem sie alle Reste verwerten. Aber nicht jeder weiß ihre Bemühungen zu schätzen. Die Löwin zeigt den Geiern eindrucksvoll, wer hier der Stärkere ist. Doch die Vögel sind von Haus aus hartnäckig und so schnell lassen sie sich eine gute Mahlzeit nicht entgehen. Da er größer und stärker als das Weibchen ist, versucht der Anführer des Rudels selbstbewusst, die Geier zu vertreiben. Aber schließlich lohnt sich der Aufwand nicht mehr und so überlässt der Löwe den Geiern den Kadaver. Der Leopard hat in der Nacht auch Beute gemacht, aber so lautlos, dass niemand etwas davon bemerkt hat. Ohne großes Aufsehen zu erregen, hat er seine Beute auf einen Baum gezerrt. Was die Kombination aus Kraft und Gewandtheit angeht, ist der Leopard allen anderen Großkatzen klar überlegen. Er kann sogar eine Beute, die doppelt so schwer ist wie er selbst, auf einem Baum zerren. Auf dem Baum kann er in aller Ruhe fressen, unbehelligt von diebischen Aasfressern. Für den Leopard könnte es nicht besser sein. Er liegt bequem auf einem Baum und hat genug Nahrung für die nächsten Tage. Jetzt kann er sich ein wohlverdientes Nickerchen gönnen.
Sowohl für das Löwenrudel als auch für den Leoparden hat sich die Nachtschicht gelohnt. Am Tage ist bei den Großkatzen Wachwechsel. Jetzt taucht der Gepard zur Jagd auf. Bei Tag kann er der Konkurrenz der anderen Großkatzen entgehen. Hoffentlich merken ihre Konkurrenten nicht, dass sie auf der Jagd ist, damit sie ihren heranwachsenden Jungen eine volle Mahlzeit mitbringen kann. Geparden haben eine relativ hohe Erfolgsquote bei der Jagd. Sie schlagen fast ein Drittel der ins Visier genommenen Beute. Es ist nicht leicht, dem schnellsten Tier der Welt zu entkommen. Jetzt ist das Essen angerichtet. Sie ruft ihre Jungen. Die Geparde müssen schnell fressen. Sie können es sich nicht leisten, wie der Leopard, in aller Ruhe ihre Mahlzeit zu genießen. Geparde klettern nur selten auf Bäume und auf dem Boden kann ihnen ihre Beute jederzeit streitig gemacht werden. Sogar eine große Gruppe ungeduldiger Geier kann die Geparde von ihrer Beute verscheuchen. Diesmal nicht. Die großen Vögel können die Jungen nicht einschüchtern, die sich mutig gegen den Schwarm Geier stellen. Die fliegenden Aasfresser ziehen sich einige Meter zurück. Die Geparden konnten sie immerhin vertreiben. Dem Löwen hingegen war dies nicht gelungen. Die Schlange der Hungrigen wird schnell länger. Geduld mag nicht die Stärke der Aasfresser sein, und doch müssen sie auf jede Beute geduldig warten. Die jungen Geparde haben so viel gefressen, dass sie kaum gehen können. Heute war der Tisch reich gedeckt. Die Gepardenmutter ist zufrieden, dass alle ihre Jungen genug zu fressen bekommen haben, und lässt den Kadaver zurück. Je länger sie hier bleiben, desto gefährlicher wird es für sie. Jede andere Katze, die ihre Beute entdeckt hat, könnte sie jetzt angreifen. Sie muss ihre Jungen an einen sicheren Ort bringen. Hinter ihnen ist das Buffet für alle eröffnet. Sollten jetzt andere Großkatzen auftauchen, sind die Geparden schon sicher im Busch versteckt. In der Zwischenzeit vergeuden die Aasfresser keine Zeit mit Tischmanieren. Wer am schnellsten frisst, bekommt am meisten ab. Der Schakal schnappt sich das größte Stück und die Geier erledigen den Rest. Das Bankett endet abrupt. Als einer der löwenjungen Gesellen erscheint, es ist nichts mehr übrig. Diese Runde geht an die Geparde. Der Stand nach dieser Mahlzeit: Geparde 1, Löwen 0. Viele Aasfresser verfügen über einen unglaublich guten Geruchssinn, und schließlich wird eine Hyäne von ihrer zuverlässigen Nase zum Leoparden und seiner Beute geführt. Aber sie kann nur sehnsüchtig zum Baum hochsehen. In dieser Situation behält der Leopard eindeutig die Oberhand.
Die Hyäne kommt nicht an seine Beute, solange sie sich im Geäst des Baumes befindet. Und gefährlich kann sie dem Leoparden hier unten auch nicht werden. Dennoch geht der Leopard jeder Konfrontation aus dem Weg. Er kann warten. Geduld ist eine der größten Stärken des Leoparden. Und selbst die hartnäckigsten Aasfresser verlieren irgendwann das Interesse. Die vage Hoffnung, dass vielleicht ein paar Happen vom Baum fallen könnten, hält die Hyäne nicht allzu lange. Sie beschließt, woanders ihr Glück zu versuchen. In der Dunkelheit ergeben sich sicher andere Chancen. Der Leopard hat einen vollen Bauch und einen guten Vorrat auf dem Baum. Deshalb braucht er heute Nacht nicht mehr zu jagen. Allerdings muss er sein Revier kontrollieren, damit sich auch ja kein Eindringling einschleichen kann. Wie immer verschwindet er lautlos in der Nacht. Momentan hat der Leopard ein sorgenfreies Leben. Die Leopardin steht dagegen vor neuen Herausforderungen. Sie hat ein neues Junges zur Welt gebracht, das sie jetzt ganz allein ernähren und beschützen muss. Das felsige Versteck, das das Weibchen als Nest gewählt hat, bietet ihrem Jungen hervorragend Schutz. Vor allem dann, wenn sie es verlassen muss, um auf die Jagd zu gehen. Die Felsen sind ideal für kleine Entdecker, ein wunderbares Versteck, in dem es einem Einzelkind so schnell nicht langweilig wird. Weit ab der suchenden Blicke der Jäger. Wenn es diese Phase überlebt, in der es am verletzlichsten ist, wird es zu einer neuen Generation von Großkatzen von Malamala gehören. Während das Leopardenjunge noch einen weiten Weg vor sich hat, sind die drei jungen Geparde mittlerweile 7 Monate alt und damit so gut wie erwachsen. In der letzten Zeit beobachten sie ihre Mutter beim Jagen und töten der Beute noch aufmerksamer. Manchmal jagen sie sogar schon mit. Auch wenn sie nicht jagen, so trainieren sie doch im Spiel miteinander, denn es dauert nicht mehr lange und sie müssen auf eigenen Beinen stehen. Und wieder geht ein Tag in der schier endlosen Wildnis der Buschlandschaft zu Ende und die Geparde ziehen sich für die Nacht zurück. Wieder bestimmt der Wechsel von Tag und Nacht, wer zur Jagd aufbricht. Die Leopardenmutter hat ihr Junges im Felsennest zurückgelassen, doch je länger sie fortbleibt, desto größer ist die Gefahr, dass das Junge entdeckt wird. Sie muss sehr schnell etwas zu fressen finden. Zum Glück ist der Leopard nicht wählerisch. Alles, was gefangen und getötet werden kann, ist ihm recht, auch kleinere Beutetiere. Sie sieht einen Buschhasen. Kein Grund,
und sich umständlich anzuschleichen. Mit ihrer perfekten Tarnung braucht sie nur zu warten, bis der Hase vorbeikommt. Sie rupft den Großteil des Fells ab, bevor sie den Hasen frisst. Ein typisches Verhalten für Leoparden. Für eine Großkatze ist ein Buschhase kaum mehr als ein Imbiss, aber doch genug, um den Hunger der säugenden Mutter erstmal zu stillen. Die Nachtjäger sind heute Abend in großer Zahl unterwegs. Und das Rudel von Malamala lässt keine Chance aus, sich ihre Lieblingsbeute zu holen, Büffel. Aber die Büffeljagd birgt große Risiken. Nicht der wilde Angriff mit Zähnen und Pranken zeichnet die besten Jäger aus. Sie sind vielmehr auf der Hut vor den scharfen Waffen des Büffels, Hörner und Hufe. Eine Lektion, die diese Löwin leider noch zu lernen hat. Am Ende setzt sich Teamwork durch. Der alte Kämpfer hatte keine Chance gegen die gut organisierten Angreifer. Während sich die Löwen zum Fressen niederlassen, fegt der erste Sturm des Sommers über den Busch. Der Winter hat das Land ausgetrocknet, sodass nur allzu schnell Feuer ausbrechen. Schon ein kleiner Funke setzt den Busch in Brand. Wie ein hungriges Raubtier fällt das Feuer über das Grasland her und zwingt selbst winzige Insekten zur Flucht. Die Vögel lassen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Das Feuer frisst sich in rasendem Tempo durch die ausgedörrte Landschaft und hinterlässt eine von Asche bedeckte Einöde. Doch so schlimm die Verwüstungen auch aussehen mögen, das verbrannte Land spielt eine wichtige Rolle bei der Erneuerung der Natur. Die Tiere im Busch warten auf neue Nahrung. Schon bald wird dieses Kalb zarte junge Triebe zu fressen bekommen. Das Leben verschwendet bei seiner Wiedergeburt keine Zeit. Auch ohne Regen wächst das Gras fast über Nacht nach. Für die drei Gepardjungen beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Zum ersten Mal jagen sie allein, ohne die Hilfe ihrer Mutter. Wie die Löwenjunggesellen haben auch sie sich zusammengetan und jagen gemeinsam. Drei Pankenpaare sind besser als nur eines. Schritt 1, zupacken. Sie überwältigen die Duiker-Antilope. Schritt 2, erdrosseln. Aber das dauert zu lange, das Meckern ist überall zu hören. Bei der Mutter hatte das doch so leicht ausgesehen. Und natürlich hört ein anderes Raubtier die Schreie der Antilope. Der Leopard schüchtert die drei Brüder mit seiner Größe und seinen Drohgebärden ein.
jetzt muss der Leopard schnell sein, wenn er die gestohlene Beute für sich behalten will. Eine Löwin erreicht das Ende des Dickichts, nur wenige Sprünge vom Leoparden entfernt. Die Erfahrung hat den Leoparden gelehrt, schnell zu handeln. Ein Moment des Zögerns und das Spiel ist aus. Löwen können recht gut auf Bäume klettern, aber der Leopard nutzt seine Erfahrung, geringere Größe und Geschicklichkeit, um der Löwin zu entkommen. Die verlockende Beute bleibt außer Reichweite. Die Löwenfraktion wird stärker. Der Leopard vergeudet keine Zeit, er kann genauso gut fressen, solange er im Vorteil ist. Beim Wettkampf der Großkatzen, den Löwe, Leopard und Gepard untereinander bestreiten, kennen die Gepardbrüder noch nicht ihre Stärken und Schwächen. Eine Löwin zwingt sie zum Rückzug. Für eine Großkatze ist es unerlässlich zu wissen, wann man flieht und wann man kämpft, um im Überlebenskampf bestehen zu können. In dieser Runde behält der Leopard eindeutig die Oberhand. Aber die Löwenfraktion wird noch stärker. Der Leopard wird angesichts der jüngsten Entwicklung unter ihm etwas nervös. Die großen Männchen können den Leoparden bis hoch in die dünnen Zweige scheuchen, aber sie kommen trotzdem nicht an die Beute. Schließlich geben die Löwen ihre Belagerung auf und überlassen dem Leoparden seine Beute. Bei dieser letzten Kraftprobe aller Großkatzen war jede einzelne auf ihre Art erfolgreich, denn keine hat ihr Leben verloren. Aber wenn es um Nahrung geht, kann es nur einen Sieger geben. Für den cleversten von allen, den Leoparden, steht es 1:0. Die unerfahrenen Geparden gehen diesmal leer aus. Aber auch die durch ihre Kraft bevorteilten Löwen ziehen unverrichtete Dinge an. Diesmal gab nicht die Kraft den Ausschlag. Der clevere Leopard hat seinen Konkurrenten ausgetrickst. Der Leopard hat diese Runde gewonnen. Aber es wird noch viele weitere geben, hier in der Weite der Wildnis von Malamala. Die Gepardbrüder haben schnell aus ihren Fehlern gelernt. Dank ihrer konkurrenzlosen Schnelligkeit konnten sie einen Impala reißen. Jetzt fressen sie schnell, damit sie diesmal satt werden, bevor ihnen jemand ihre Beute raubt. Das Leopardenjunge hat noch viel zu lernen, bevor es wie seine Mutter still und heimlich durch die Nacht streifen wird. Doch seine Lehrzeit hat bereits begonnen. Heute werden die Reflexe geschult und Mutters Schwanz gibt ein gutes Ziel ab. Unter den Löwen gehört der Thron immer noch dem Rudel von Malamala. Zukünftige Generation des Rudels wagt ihre ersten Schritte in die Welt hinaus. Eine Welt, in der nur die Stärksten überleben. Eine ungebändigte Wildnis, in der jede Runde je nach Anforderung gewonnen oder verloren wird. Jede Großkatze hat die Fähigkeit, ihre Gegner zu überlisten und den Wettkampf für sich zu entscheiden, mit dem einen Ziel, zu überleben.